Und sollte es soweit kommen, dass ich wirklich kein Update mehr habe, dann machen wir es einfach so, dass ich euch oder dass ich euch die ganzen DVDs zeige, die es bis jetzt noch nicht auf Blu-ray gibt. Weil wenn ich dann keine Filme mehr habe, ja, dass dann wenigstens Sonntag trotzdem ein Video kommt. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ihr habt es schon im Vorspann gesehen. Einen kleinen Ausschnitt aus einem Video von Anfang des Jahres muss gewesen sein, wo ich gesagt hatte, sollte ich bis dahin oder sollte ich keine Updates haben, werden wir mal gucken, wie wir es machen. Ich zeige euch einfach meine DVDs. Wie gesagt, habe ich ja hier, wo es noch keine Blu-ray gibt, ist auch ein interessantes Thema. Grüße gehen am Filmlabyrinth raus, da er das auch macht. Hauptsächlich, der hat ja auch erst angefangen. Guckt mal auf seinen Kanal vorbei, Filmlabyrinth. Habe ich auch ein kurzes Video dazu gemacht. Der gute Mann hat das 2 Abonnenten und jetzt glaube ich so 20. Aber wie gesagt, guckt da mal vorbei. Ja, wie gesagt, und der Ausschnitt, der war von Anfang des Jahres. Was soll ich euch sagen? Ihr habt den Stapel gesehen. Ich wollte jetzt nicht weiter unten filmen. Ich wollte es euch ja nicht gleich alles vermiesen. Die Spannung an die Filme, die es sind. Es ist einfach, was soll ich sagen? Ich habe jetzt den ganzen August kein XXR-Update gemacht oder gefilmt. Wir haben jetzt schon September, wo ich jetzt hier drehe. Es war einfach heiß. Ich hatte keine Lust, muss ich echt sagen. Ich weiß auch nicht. Habe ich vielleicht eins im August gedreht? Kann auch sein. Aber ich glaube nicht. Es war einfach viel zu heiß und keine Lust. Und naja, wie gesagt, jetzt ist September. Jetzt habe ich gedacht, ja, jetzt geht es langsam los. Jetzt wird die kühlere Zeit. Was ist? Wir haben erstmal jetzt heute den 4.9. und die ganze Woche werden es über 30 Grad. Aber egal, heute ging es noch. Montag, wie gesagt, dann ist ja eh schon wieder vorbei jetzt das. Die Zeit, das müsste, glaube ich, jetzt hier am 23.9. kommt das Video. Bin jetzt aber nicht sicher, wenn das ein Samstag ist. Mal gucken. Ja, wie gesagt, ich habe dann doch noch jede Menge. Also ich denke mal, bis nur, das reicht doch locker bis November, was ich da habe an Updates. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe auch viel, muss ich sagen, in der 3x2 gekauft. Also, wo die war, wann war die überhaupt? Im Juli. Ich habe die ganzen Vorbesteller genommen, alle Filme vorbestellt, die ich will. 4K-Aktionen, so, ihr habt ihr ja schon dann gesehen in dem 4K-Update. Fast and the Furious war ja auch dabei und die Firma Vanilla Sky. War jetzt nicht so viel und ich muss auch sagen, ich habe bis jetzt auch kein 4K-Film mehr zum Zeigen. Das sind nur Blu-rays. Das heißt, das 4K-Monats-Update September wird vielleicht auch ausfallen. Also ich habe noch einen Film offen, das weiß ich. Boar is Afraid, dieser mit wem war der nochmal? Wisst ihr wahrscheinlich, wen ich meine? Mit bekannten Schauspieler. Joaquin Phoenix. Ja, aber der soll ja sehr speziell sein. Also jetzt kommen nicht so viele Filme im November. November soll schon September. Ja, dieser Pakt der Wölfe kommt noch. Da kommt doch jetzt so eine Scandinavia-Box. Ja, jetzt so viel kommt tatsächlich nicht. Mal gucken, aber ich werde trotzdem Update-Video machen vom September für 4K. Aber jetzt kommt, gucken wir uns erstmal hier das Update an, was wir heute haben. Ich habe jetzt hier, ja, ich habe wieder so ein paar kleine Stapel gemacht, was so zusammenpasst. Und hier habe ich mal ein aktuelles Thema, Neuheiten. Und nächste Woche werde ich machen, ihr könnt auch mal vorbeischauen. Ich war mich im, jetzt muss ich nichts Falsches sagen, im Auge. August, genau im August, da war es auch eine Brutnitze, war ich auf dem Flohmarkt oder Rheinauen Flohmarkt in Bonn und das ist ja auch immer so ein Börsenhändler und so, habe ich auch so durchgeguckt, so normale Blu-rays waren jetzt für mich nicht dabei, aber er hat auch wieder ein paar Uncut-Filme, die man nicht in Deutschland bekommt, die mache ich dann nächste Woche. Das ist ja meist das Interessanteste, was euch interessiert, diese Uncut-Filme. Ich habe mir da auch wieder ein paar geholt. Und da habe ich mir noch einen Uncut-Film bei Müller bestellt. Kam nur 10 Euro, aber das kommt dann nächste Woche auch noch. Ein Film über, ja, von wem ist der? Ich glaube von Sinestrange. Da gibt es ja die Amaris auch irgendwie nicht im Einzelhandel. Ich weiß nicht warum, da der Film ist kein brutaler Film, ist ein Fantasy-Film. Und den habe ich da auch mitgenommen. Die hatten auch die Wong-Turn-Box. Ich würde die Filme gerne irgendwann mal haben. Wie gesagt, jetzt rede ich hier schon mit der 5 Minuten. Ich würde die Filme gerne mal haben, aber waren mir 100 Euro, sind mir da echt zu viel. Aber Hostel, wie gesagt, da habe ich ja ein extra Video zu gemacht. Das ist ja noch übertriebener. So, jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an. Und zwar mit dem Film. Wir haben, also ich habe jetzt hier 5 Neuheiten. Sind natürlich jetzt schon etwas älter. Die liegen auch schon lange hier rum.
muss ich sagen. Und einen, den habe ich erst vor kurzem geholt, ist ein 90er Film, ist keine direkte Neuheit, ist aber jetzt neu rausgekommen. Die anderen Filme sind alles neue Filme. Ja? Fangen wir mal mit den an. Den habe ich zum Zufall Müller entdeckt. Der lag da rum und zwar mit Fried Williams. Den kennt man unter anderem ja von Octalus oder Mörderischer Tausch 2, waren so seine größten Filme. 4 hat er nicht gemacht. Und zwar ist das so ein 90er Actionfilm. Ruhe in Frieden. Fried Williams, wer es nicht mitbekommen hat. Der ist ja leider schon von uns gegangen, ist schon verstorben bei einem Motorradunfall. Echt, echt schade eigentlich. War ein cooler Schauspieler. Hier steht auch extra drauf, Uncut. Falls euch jetzt wundert, warum das nicht scharf steht, es ist scharf gestellt. Das Cover ist sehr, sehr milchig oder beziehungsweise auch verschwommen. Also, ich halte es jetzt mal dran. Ihr seht, die 16 geht scharf, aber hier, schärfer geht's nicht, weil das Cover ist irgendwie unscharf. Ist halt das Original VHS-Cover, wie hinten drauf steht, Blu-ray Premiere in HD abgetastet. Uncut. Ich habe von dem Film, muss ich ehrlich sagen, noch nie in meinem Leben gehört. Ja? Aber ich mag Fried Williams, ich mag 90er Actionfilme und noch in New York der starbesetzte 90er Action-Klassiker endlich auf Blu-ray. Also das wird vielleicht für viele so ein Geheimtipp sein, nehme ich mal an, weil ich kenne den noch gar nicht. Ja? Keine Ahnung, aber ich kann noch mal was abseits jetzt von den Updates sagen. Ich war auch jetzt am Samstag, da war jetzt kein einziges Video auf dem Flohmarkt gewesen. Und also ich war jetzt hier im August mit Simon auf dem Flohmarkt. Grüße gehen raus. War geil in Bonn, wirklich, das ist ein Flohmarkt. Ich habe es noch nie so im Flohmarkt gesehen. Das ist ja mit der größte Deutschland, soweit ich weiß. Dann war ich hier bei mir in der Gegend auf dem Flohmarkt. War halt auf so ein Skonto-Parkplatz, wer den jetzt nicht kennt, das ist so eine Möbelmarktkette. Und war jedenfalls sehr, sehr klein gehalten und hat sich für mich nicht gelohnt. Es gab zwar Filmstände, es gab auch mit ein paar Games, hat sich aber dennoch nicht gelohnt, weil, also diese Zustände, das war wirklich katastrophal. Also ich werde nie wieder über Medimobs oder Rebuy meckern. Ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Man merkt gleich, wer Film, also wer Filmfan oder wer Wert legt auf einen guten Zustand und wer das bei Wind und Wetter draußen lässt. Es waren Ausbleichungen, das heißt, die Cover sind ausgebleicht, das heißt, die sind dunkler. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn die Sonne da 30 Stunden am Tag drauf scheint, dann wahrscheinlich immer nass geworden. Die Cover sind gewellt, die Hüllen waren zwar kaputt, also das hätte man sich nicht ausdenken können. Ich hätte ein Video machen können, leider Worte immer haben geguckt, die hätten auch das nicht gewollt, denke ich mal. Waren auch viele von Word of Video sowas, alles so mit diese Aufkleber abgerobt und nee. Also, und dann kam dann noch, ja, jede Blu-ray 5 Euro, da habe ich gedacht, ach du Scheiße. Ich war da auf dem Flohmarkt in Bonn, da kamen 2-3 Euro Filme, da waren teilweise noch OVP. Also, nee, ich habe da wirklich keinen geholt, ich wollte sogar ein Flohmarkt-Video machen. Aber ich habe ja halt nichts gefunden. Ja, das schon mal vorab. War jetzt im Anfang September gewesen, wo ich war. Aber wie gesagt, den habe ich hier zum Zufall. Ich weiß nicht, ich mache das immer so. Also pro Monat gucke ich bei Blu-ray Disc, was kommt raus. Und schreibe mir das auf dem PC in so eine Liste, damit ich weiß, was kommt. So. Aber den Film ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Vielleicht ist er auch erst später angekündigt worden. Sieht aber auf jeden Fall geil aus. Auch Uncut hier. Der spielt halt in New York. Ist so ein Action Film, ja. Regisseur Whitney Wenzig verwendete in diesem Gangsterfilm geschickt Elemente aus den Western, zwei glorreiche Lunken und bettete sie in die packende Krimi-Story ein. Also auf jeden Fall cool, ihr könnt euch immer das durchlesen, um was es geht. Ja, ich mag den gerne, den Fried Williams. Ich weiß auch gar nicht, welche Stimme er hier hat, aber bin auf jeden Fall mal gespannt, wie der mir gefallen wird, Fried Williams. Ja. Ich kenne noch nicht den Film. Aber hier, ihr seht, 12,99. Ich habe natürlich noch die 10% Rossmann-Coupon. Kriegt man auch gar nicht so leicht. Das war neu rausgekommen, aber Saturn Media Markt hat den gar nicht. Müller hat den Amazon JPC und das war es, glaube ich, schon. Und Thalia noch. Ja, jetzt fangen wir mal an mit einer Neuheit, glaube ich, die mitunter am längsten draußen ist. Aber es gibt, glaube ich, noch einen. Ne, es gibt noch einen, der länger draußen ist. Und zwar, den Nico ja nicht so gefallen hat. Infinity Pool, ne, habe ich mir auch geholt, in der 3 vor 2, da habe ich jetzt, also die Preise stimmen nicht,
Habe ich ja in den 4K-Videos schon mal gesagt, dass auch die Preise, auch wenn man online bestellt und zum Markt hinliefert, dass die trotzdem drauf sind und man bezahlt das halt nicht. Ich habe 11,33 € vor dem bezahlt, das weiß ich noch. Und Infinity Pool, bin mal gespannt. Ich erwarte jetzt nicht so viel. Ist auch wieder eine Schweinerei von Universal, dass die 4Ks immer auch später erst bringen. Ist gleich noch einer dabei. Den kann ich ja schon mal hier nehmen. Er kommt auch in 4K, aber ich glaube von Turbine. Warum bringt man nicht gleich die Filme raus wie Violent Night und so? Warum muss man das, ich verstehe das nicht, warum muss man da abwarten? Das ist echt bekloppt. Wie gesagt, soll wohl ein Stranger-Film, die 18er hat er nicht umsonst bekommen. Ja. Also ich bin mal echt gespannt, wie der ist. Gewalt, Drogenkonsum, Sexualität, ich denke mal, das wird ein krasser Film. Das ist nicht für jedermanns, eigentlich bin ich eher so, hat man so eine Filme ziemlich, wie soll ich sagen, also ich passe da mal auf, auch jetzt sowas wie Babylon, als Beispiel Babylon. Habe ich mir nicht gekauft, warum? Das ist ein Film, den werde ich mir vielleicht irgendwann mal noch holen, aber das ist so dieses Künstlerische und das ist immer nicht so meins, muss ich sagen. Und ja, deswegen, aber hier, ja, ich gebe mal eine Chance, bin mal gespannt, wie er ist. Ja, wenn er nicht ist, dann ist er nicht. Ich habe jetzt 11 € bezahlt für einen neuen Film, da kann man echt nicht meckern. Ne? Ja, einmal hier Infinity Pool. So, der nächste Film, den ich genommen habe, auch ein recht neuer Film noch, würde ich sagen, ist Renfield, ja, mit Nicolas Cage und Nicolas Holt. Ja, ist ja der neueste Film von ihm. Jetzt die Kameraposition ein bisschen anders macht, so spiegelt das nicht so dolle. Ja, wie gesagt, Renfield mit Nicolas Cage. Ich habe jetzt auch Massive Talent ja geholt in 4K. Habe ich bis dato noch nicht gesehen, aber ich werde mir mit denen auch mal jetzt angucken, ob er jetzt wirklich zurück ist. Ich glaube nicht. Also ich muss sagen, nee, also der wird nicht zurückkehren als, ja, wie soll ich sagen, als Schauspieler oder, ja, wie ist das, ne? Das, ich glaube, das wird echt nichts, weil, ja. Weil das sind so, auch der Film ist jetzt so gefloppt im Kino, er hat kein Schwein im Kino geguckt. Das ist auch jetzt wohl kein Film, wo man jetzt, glaube ich, unbedingt im Kino gucken muss, aber ich hab nicht so das Gefühl, dass er jetzt zurück ist und oder richtig viele Filme macht. Aber mal gucken, ich lasse mich da ja überraschen. So die richtig großen Kracher wie in den 90ern und so. Ich bin auch Fan von Vermächtnis der Tempelritter, wo schon seit Jahren der dritte Teil kommen soll. Aber man hat immer noch keine richtige Info. Ja, mal gucken, ob es dann noch was wird. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Wie der auf jeden Fall ist, wie der wird. Ja, wie gesagt, ich habe ja noch keinen von den Filmen gesehen, sind ja alle noch OVP. So, und danach gucke ich mir die dann nochmal an. Mal sehen, wie der ist, auf jeden Fall. Renfield. FSK 16. Gewalt, Verletzung. Ja. Mal schauen, bin auf jeden Fall gespannt auf den Film. Und für 10 €, was ich jetzt hier bezahlt habe, kann man auch wieder überhaupt nicht meckern. Ein Film, den ich zum Vollpreis bestellt habe, weil ich da nicht wusste, dass die Aktion kommt, habe ich mich ein bisschen geärgert. Aber ich war auf den. Ich hatte Angst wegen Sony. Ja? Hier sind auch drei Sony-Filme dabei. Also dreimal. Nee, zweimal Universal, dreimal Sony und das andere Label weiß ich jetzt nicht. Hier habe ich den so bestellt bei Saturn. 15 €. Ich war halt. Ich hatte Angst, weil da war bei Amazon schon raus. Jetzt ist er mal wieder drin. Aber ja gut, die kommen ja eh jetzt nach Nachpresse. Die Pressplayern ja nochmal nach. Also wenn die jetzt die out of print sind, glaube ich nicht, dass da vorbei ist. Und zwar ein Mann namens Otto, ja, den habe ich auch noch nicht gesehen, wie gesagt. Gibt es ja noch das Original auch mit. Ein Mann namens Ove, glaube ich, heißt das Original. Hier, den habe ich ja, wie gesagt, ich habe ja noch keinen 500 Update gesehen, aber bin mal auch gespannt, wie der ist. Vielleicht tue ich mir mal noch das Original. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gucken muss. Ist jetzt nicht so bekannt. Aber die Amerikaner, die müssen halt alles remaken. Es gibt keinen Film, dass der mal erfolgreich sein kann ohne Amis. Nee, das muss alles remaked werden. Ja. Ein Mann namens Otto. Wie gesagt, ich denke mal, wird eine lustige Komödie und so. Tom Hanks mag ich auch sehr, obwohl in den letzten Jahren die Filme haben mir jetzt nicht mal so zugesagt. Aber mal gucken, wie der wird. 97% auf Rotten Tomatoes Audience Score steht hier noch. Ja.
Vertrieb von Sony, wie gesagt, da muss man ja immer ein bisschen aufpassen mit die Sony-Firma. Deswegen habe ich mir den, die hatte ich mir auch, glaube ich, eine Woche vorher bestellt für 15 €. Den Preis stimmt auch. Und ja, und dann ging irgendwie die 3 für 2, aber na, ist jetzt egal, habe ich den halt zum Vollpreis bezahlt. So, ein Film, wo ich auch, das ist auch das, ich habe die bei Mediamarkt gemacht, die 3 für 2 war ja bei beiden. Vorbesteller konnte man ja diesmal nehmen, ging auch bis zum Ende. Ja, und ich habe da die genommen, aber man wartet diesmal recht lange auf die Vorbesteller, kann ich mal sagen. Ich habe auch Falling Down im Mediabook, habe ich ja in den Vlog gesagt, bestellt. Habe ich immer noch nicht bekommen. Ob ich den jetzt noch bekomme, ist auch eine Frage. Aber auch so Filme immer wie Boris Afraid, ist ja nur eine 4K-Emirate, die ich bestellt habe, ist auch immer noch nicht abholbereit. Oder Malo, ja, mit. Ich glaube, mit Liam Neeson war das, genau. Auch noch nicht abholbereit. Also ich weiß nicht, woran das liegt da, warum das manchmal echt so lange dauert. Also man hat die echt nicht zum Erscheinungstermin da. Ja? Also für was bestellt man eigentlich vor? Eigentlich ist der Vorbesteller immer der Dumme. Gut, man hat jetzt vorbestellt wegen der Aktion, ja. Aber ist irgendwie echt komisch. Also, na, wie gesagt, da habe ich mir genommen mit, jetzt muss ich mal gucken, wie heißt der? Mark Hamill aus Star Wars, den werden viele kennen. Und zwar. The Machine, habe ich damals einen Trailer gesehen auf YouTube, lief dann auch im Kino, aber nicht lange, meine ich. Über 45 Minuten unverschämte Extras. Hat heute irgendwie keinen Bock mit Schaustellen jetzt. Auf jeden Fall alleine schon das Cover, das ist schon das Cover des Jahres, würde ich sagen. Ist halt so ein abgedrehter Film, man kann ja auch nicht sagen so richtig, um was es da geht. Ja, guckt euch einen Trailer an, sag ich mal, ja. Also, das ist wirklich Gewalt, Drogenkonsum, Verletzung. Was, sowas habe ich noch nicht gesehen, muss ich sagen, ja. Ja, was soll ich dazu noch sagen weiter? Guckt es euch an, ja. Also, sieht auf jeden Fall herrlich bekloppt aus. Ein abgefahrener und ausgelassener Zeitvertreib. Okay, ja, gut. Ist halt bei jedem Film, würde ich so jetzt sagen. Aber guckt euch da mal einen Trailer an, ja. Und ja, also ich denke mal, da wird könnte ziemlich spaßig werden, tatsächlich. So, da kommen wir schon zum letzten Film und auch einer Film, den ich wirklich nie bekommen habe. Ich sehe den in keinem Laden, der ist immer weg. Ich weiß nicht warum. Das ist eigentlich kein Mainstream-Film, das ist eigentlich ein kleiner Indie-Film, würde ich schon sagen. Ihr wisst es von Sony, um welchen es geht, das FSK 18, ihr habt es vom Thumbnail gesehen. Sisu, ja. Den habe ich ja dann auch in der 3 für 2, aber nicht bei Mediamarkt, sondern bei Saturn genommen, weil der bei Mediamarkt keine Abholung mehr möglich war. Den konnte man nicht mal mehr bestellen. Bei Saturn ja. Ich habe keine Ahnung warum. Das hat jetzt 5 Wochen gedauert, dass ich den mal abholen konnte. Also es ist wirklich lachhaft, weil, ja, warum? Also dauert das jetzt so lange, den zu pressen oder haben die keine. Also haben die nicht gedacht, dass das so gut geht, weil nirgendwo, es gibt übelst Probleme mit den Filmen. Ich verstehe es nicht. Das ist ja, die werden nicht gedacht, dass das so gut gekauft worden ist oder gekauft wird. Aber ich finde es auch scheiße. Man kommt einfach nicht seit Juli, ist da glaube ich schon draußen an den Film ran. Also kein Laden hat den, nirgendwo kann man den bestellen. Bei Amazon kann man es gleich vergessen. Da dauert es 4 bis 6 Wochen. Da stand irgendwas Anfang November. Da denke ich mir so, Alter, warum? Also das ist ja nicht normal. Die hatten den, glaube ich, nie auf Lager. Aber das ist schon krass, als der Film so gefragt ist. Wie gesagt, da lief auch im Kino, habe ich gesehen, so, aber nur so, ne, so mal wie Machine. Ich glaube, der Machine-Lauf lief gar nicht. Aber so, immer so, am liebsten nur so Freitag, Samstag, 23 Uhr. Aber soll wohl richtig hart sein, hat auch nicht umsonst die FSK 18. Auch Infinity Pool, ja, hat ja auch eine FSK 18. Ich glaube, das war der einzige Bein. Ja, die anderen haben ja alle eine 12 oder 3x16. Wie gesagt, ich bin mal gespannt hier auf den Film. Hab da richtig Bock. Und hier, der Preis stimmt auch wieder nicht. Wie gesagt, das muss schon vorher drauf sein. Ja? Dieser Preisschild. Weil ich habe jetzt 11,33 € bezahlt. In der 3 für 2. Und das ist auch ein super Preis. Der kostet ja wirklich sonst mindestens 15 €. Also. Und jetzt für 11,33 €, da kann man nicht meckern. Den habe ich, glaube ich, zusammen mit Infinity Pool und ich habe mir noch Blair Witch 2 bestellt. Den kam ja auch jetzt auf Blu-ray. Aber der ist auch nicht da. Also der ist auch immer noch nicht abholbereit. Das dauert bei vielen, auch die draußen sind lange. Also ich habe da auch ein paar andere Filme noch bestellt. Das dauert ewig.
Gut, mir soll es jetzt egal sein. Also, wenn es jetzt auch länger dauert, ich habe davon einen guten Preis bekommen für die Filme, aber es ist schon echt komisch. Ich denke mal, da werden echt viele bestellt haben. Aber bei Amazon geht es ja meistens auch. Ja. Also, ja, wie gesagt, keine Ahnung. Aber ich kann euch schon mal noch was sagen, was ich mir bestellt hatte. Hätte ich auch ein Video machen können, aber ich hatte jetzt, ich habe dann gesagt, nee, lass es. Ich habe mir noch, ich habe mich echt gefreut. Aber ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr so Glückshormone habt und ihr freut euch, oh geil, geil, und dann kriegt man es und dann bam in die Fresse und es ist eine Enttäuschung. Und das war bei mir gewesen, ich habe mir bei Amazon den Film Frantic bestellt. Das ist mit Harrison Ford, so ein Thriller, wo seine Frau entführt wird. Ist relativ schwierig schon zu bekommen, also neu eigentlich gar nicht. Da habe ich gesehen, bei Amazon hat. Ich weiß jetzt nicht, wie der Händler heißt, halt Stop, ja, hieß der, und also Verkäufer halt Stop und versandt Amazon. Ich habe mir den bestellt, kam auch 18,99. Ja, von Out of Print Film geht das. Waren 11 auf Lager. Ich habe mir sowieso gedacht, wo hat er die 11 Stück her? Also hat er die irgendwo aufgekauft und so, war mir dann egal. Ich habe ihn bestellt, ja, war dann Freitag im Briefkasten, ich rausgenommen, oh geil, packen aus. Kein FSK-Logo vorne. Ich so, oh, ist noch die alte Auflage hinten. Hä? Das ist nicht die deutsche Version gewesen. Das war irgendeine dänische Version. Da habe ich auch gedacht, ach du Scheiße. So, jetzt das Ding, ja, er hat deutschen Ton. Also das ist eine Warnung an euch, gibt ja welche, die wollen nur deutsche Fassungen haben. Ich bin da jetzt nicht so pingelig. Ich habe auch ein paar ausländischen Fassungen, wie zum Beispiel Der Feind in mein Bett mit Julia Roberts, habe ich die englische VÖ. Okay, ja. Ich habe auch ein paar, ist jetzt nicht schlimm, ich bin jetzt nicht so Fan, aber wenn jetzt so ein, zwei Fassungen, ist nicht schlimm. Aber bewusst eine deutsche zu kaufen und dann eine ausländische zu kriegen, da bin ich kein Fan. Ich habe den auch wieder zurückgeschickt. Nur mal als Tipp, oder wer da nicht, oder wer, dass ihr da nicht reinfällt und ihr sucht den Film. Passt auf, ja, es sei denn, ihr habt kein Problem damit. Mit einer dänischen Fassung, Frantic steht halt drauf, weil mir hat auch mal ein lieber Abonnent einen Tipp gegeben. Grüße gehen raus. Ich weiß natürlich nicht mehr, wie du heißt, dass es den auch als Import gibt. Den gibt es als England oder auch, ich weiß jetzt nicht, irgendeinen anderen. Ich glaube, IT Import, also Italien, für 8, 9, 10 Euro. Ja? Und ich habe ja jetzt quasi 19. Da hätte ich mir ja gleich den Italien Import bestellen können. Also das war echt, da habe ich mich echt geärgert, muss ich sagen. Ach, Mist, aber auch. Aber man kann halt nichts ändern. Ne? Aber ich habe mich da echt geärgert, weil ich mich gefreut habe, dass ich die Fassung kriege. Und dann so Pustekuchen. Naja, dafür habe ich einen anderen Out of Print Film gekriegt. Vielleicht mache ich dazu noch ein extra Video, wahrscheinlich. Ist ein Film mit Russell Crowe. Und ja, da werde ich dann ein extra Video machen. Oder ich habe es schon gemacht. Aber er wurde mit PIN verschickt und PIN dauert ewig. Meistens eine Woche, anderthalb Wochen, das dauert ewig, kann ich schon mal sagen. Deswegen, vielleicht habe ich es bis dahin dann schon gemacht. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Aber ja, wie gesagt, das war das Update. Wieder mega lang. XXL-Update wieder. XXL-Filme nicht, aber XXL labern kann ich, ja. Also Wahnsinn, 23 Minuten hier. Naja, aber das war auch sowas, das hat mich echt. Ja, Gott, weil, ja, wie gesagt, ihr kennt das, wenn man sich freut auf den Film und gerade den man selten nur noch bekommt, ist es dann echt ärgerlich. Ne? Und ja, dann wollte ich sagen, schreibt mal was rein zu die Filme. Ne? Ich kann es euch ja nochmal in Schnelldurchlauf zeigen. Also Sisu, The Machine. Wie gesagt, zum Vollpreis hätte ich die nicht alle gekauft hier für 16 Euro oder so. Ich habe jetzt quasi pro Film 11 Euro, den sogar nur 10. The Machine. Ein Mann namens Otto, den habe ich zum Vollpreis gekauft, weil, ja, wie gesagt, da ging ja nicht anders. Da hatte ich Angst und da war die Aktion noch nicht, sonst hätte ich den auch in der Aktion genommen. Renfield, viele Filme gingen auch nicht, muss ich auch sagen, weil dir keine Abholung möglich war irgendwie, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, Renfield hat man noch, Infinity Pool. Und dann der letzte war ja Handgun, genau, den habe ich ja Müller mitgenommen. Ja, mal gucken, im nächsten Video mache ich dann die Uncut-Filme, ja, von der Filmbörse, nicht von der Filmbörse, von dem Flohmarkt, ja, also war nur ein Händler von der Filmbörse,
Da waren auch nur MAAs. Ich denke mal, dass MAAs da besser gehen als, also auf der Börse gehen dann mehr Mediabooks, D-Books, aber da waren hauptsächlich MAAs, gab auch ein paar Mediabooks, D-Books, aber war echt cool gewesen auf so einem Stand. Ja, und da habe ich auch gut zugeschlagen. Ich habe, glaube ich, fünf Filme genommen. Und ich packe noch den Spio-Film von Müller mit rein, damit es auch unter sechs Filme sind. Ja. Ja, so, jetzt habe ich auch genug gelabert, 25 Minuten. Ja. Ich weiß nicht, guckt ihr euch das Ganze an? Wenn ja, schreibt es mir unten rein oder klickt ihr vor und nutzt die Filme. Ich kann es verstehen. Ich mag das eigentlich auch immer nicht mit diesen langen Videos. Und heute hat das wieder mit der Scharfstellung. Ja, aber wenn euch das gefällt und so, schreibt es mir unten rein. Aber ich laber einfach viel zu viel. Ich weiß nicht. Das ist, hat sich erst so in die Jahre jetzt ergeben. Und wie gesagt, danke nochmal hier auch. Ja, wer es bis jetzt gesehen hat, erstmal Daumen geht raus an euch. Und vielen Dank nochmal. Ich habe es schon als Community-Post geschrieben, aber vielen Dank an über 700 Abonnenten mittlerweile. Ich bin wirklich hin und weg. Ja? Also, dass ich vielleicht irgendwann mal die 1000 schaffe, das wäre wirklich ein Traum für mich. Ja? Hätte ich auch nicht für möglich gehalten, dass ich mal die kriege. Ich hatte damals immer so 100, 200, wo ich angefangen habe und es ging echt nicht vorwärts, aber mittlerweile geht es echt super vorwärts. Also mich freut es, ja, dass ich auch immer, ich kommentiere auch immer von euch jeden Kommentar. Ja. Falls es mal länger dauert, dauert es halt ein paar Tage. Ich habe jetzt nicht immer so die Zeit zum Kommentieren, aber jeder, der bei mir was schreibt, ich gebe euch immer ein Herz und kommentiere auch immer. Ja. Nur mal das schon mal vorab. Also die Zeit nehme ich mir auf jeden Fall und vielen Dank, ja, kann ich nur sagen. Es wird auch da mal wieder eine Verlosung geben, deswegen immer mal die Videos gucken, lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde mir da schon noch was einfallen lassen, aber mich hat es echt gefreut über die 700 Abonnenten mittlerweile. Ja, dann wollte ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Eigentlich kann ich es ja auch wieder überlanges XXL-Video nennen, weil letztes war es überlanges 4K-Update, ja? Und jetzt ist es quasi überlanges XXL-Update. Ich wollte damals sogar mal ein Video machen, wo ich glaube, die 600 Abonnenten hatte, was eine Stunde geht. Ich habe jetzt schon eine halbe Stunde eigentlich. Es ist Quatsch. Muss es 2 Stunden gehen? Ja, wie gesagt, dann bin ich raus und schreibt was unten rein zu den Filmen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.